Inzwischen reifen die Pläne für einen neuen Film. Diesmal soll die Reise in das bunteste Jahrzehnt des letzten Jahrhunderts gehen. Zurück in das goldene Zeitalter, als die Kleidung noch hautsympathisch und pflegeleicht war. Reste dieser Modeströmung mussten sich doch noch finden lassen. Also nichts wie auf den Sperrmüll. Ein Jahr, glaube ich, sind wir Sperrmüll gefahren. Wir hatten uns auch eigentlich immer so, ne, so ein Bierchen dabei und eigentlich war das immer ganz nett, ab und an anhalten. Und man hatte ja irgendwann schon den Blick geschärft. Und vor allen Dingen das Gute daran war, dass man ja auch Erfolg hatte, weil viele Leute, also die haben es ja auf andere Sachen abgesehen gehabt. Also die wollten ja nicht diese ekligen Stoffe und so. Da hatte man eigentlich immer Glück, dass man immer mit so einer Ausbeute nach Hause gefahren. Manchem Sperrmüllbesitzer ist es allerdings nicht geheuer, wenn man sich für seinen alten Hausrat interessiert. Schließlich ist das Zeug für die Müllkippe bestimmt und so kommt es schon mal zu Reibereien. Das war eigentlich immer das Gleiche, immer ausgestiegen, dann mit einem Teppichmesser die Sachen von diesen Bezügen abgetrennt und eingesackt. Und das ging eigentlich immer gut, bis wir dann diesem Ehepaar begegnet sind. Die haben das schon angewidert beobachtet, was wir da machen. Und dann bin ich eben ausgestiegen, damit mit diesem Teppichmesser habe das abgehäutet, ihre Matratze. Und die hatten so eine Matratze, die war gar nicht mal so gut. Und ich wollte die aber trotzdem haben. Und dann ist der Typ, der hier, als wir dann wegfahren wollten, wir hatten die schon eingepackt, uns aufs Auto gesprungen und hat versucht, das Auto irgendwie festzuhalten, was natürlich nicht geklappt hat. Und die Frau hier ist schon unterwegs, die Bullen zu rufen. Also sieht man zu, dass man Land gewinnt. Immerhin, die Ausbeute kann sich sehen lassen. Haben wir den gefunden, auch auf dem Sperrmüll. Jedenfalls, das war auch so total wichtig. Das wurde total wichtig gemacht. Der Teppich müsste da irgendwie ins Wasser. Aber die Zusammenhänge weiß ich nicht mehr, warum der eigentlich da versenkt wurde. Weil Wenzel den gefundenen Teppich dann doch nicht so gut findet, will er ihn schnell wieder loswerden. Also fährt man zu einem abgelegenen Teich und packt die Kamera aus. Als Wolfgang musste immer diesen ekligen Teppich. Er war auch dann irgendwie total genervt davon, dass er diesen ekligen Teppich immer hin und her wuchten musste. Ein Leben lang getreten und ungeliebt wählt der Teppich den Freitod im Wasser. Von den Sperrmüllfahrten wurden die schönsten Textilien mit nach Hause gebracht. Das war ganz eklig, weil erstens musste ich die immer mit meinem Auto durch die Gegend transportieren und dann irgendwie. Wenzel hat dann vor nichts Halt gemacht. Also erst wurden so die schönen Stoffe mitgenommen und dann wurde das immer ekliger. Da wurden alte Matratzen, wo schon irgendwie das nicht mehr so lecker aussah. Das wurde dann abgezogen und weiß nicht, das war dann alles auch im Haus und genau. Um die ursprünglichen Farben wieder zum Vorschein zu bringen, läuft Tag und Nacht die Waschmaschine. Schließlich sollen die 70er Jahre in ihrem zeittypischen Glanz erstrahlen. Unter den fachkundigen Blicken von Frank Peters wachsen die Zimmer mit Geschenkpapier und Tapetenresten zu. Und natürlich mit den Stoffbergen vom Straßenrand. Und dann haben wir es an die Wände genagelt. Und das haben wir immer einfach entweder mit so komischen Krampen gemacht oder mit Nägeln und immer in diese Lehmwände reingekloppt. Massen von Sperrmüll, teilweise irgendwie schon für den Film hergerichtet, teilweise nicht. Was heißt teilweise nicht? Also das war das nicht auch so, dass Möbel da einfach, dass da nicht irgendwie ganz viel Kram irgendwie einfach so noch untergebracht war, wo ihr noch gar nicht wusstet, was machen wir jetzt damit oder brauchen wir das noch? Das waren so unsere Sachen, also. Ach echt? Nein. Naja, gut.